Moin Moin Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, wo sind wir? Wir sind heute in einer alten verlassenen Ziegelei. Gab es schon einige Male und warum noch einmal? Weil hier noch weitere interessante, ja, wenn auch sehr verfallene Maschinen drin sind, die ich euch ganz gerne mal zeigen möchte. Mit dabei ist, wie früher auch, Ben und Sebastian. Viel Spaß! Ja, und um einmal einen ersten Eindruck zu bekommen, gibt es mal eine kleine, mehr oder weniger Rundumansicht. Wir rätseln gerade noch so ein bisschen, wo wir uns gerade hier befinden. Wahrscheinlich wird es einmal ein Fertigungsgebäude gewesen sein. Hier, wo jetzt unfassbar viel Müll wieder mal liegt, waren sicherlich früher einmal Maschinen. Interessant und etwas mysteriös ist ebenfalls, wenn ihr euch mal die Steine von diesem Bauwerk oder Innenausbau anschaut, und dann mal die von hier, dann würde ich sagen, ist ziemlich klar, dass das erste Link später reingesetzt wurde und das hier eigentlich die ursprünglichen Mauern und Steine des Gebäudes sind. Einfach, weil sie viel mehr verfallen sind. Ja, was man natürlich hier ohne Zweifel ganz offensichtlich erkennen kann, sind jede Menge Ziegel. Hier vorne ist ein kleiner Haufen, dort hinten ist ein sehr viel größerer Haufen. Da gucken wir hinterher nochmal. Was aber hier wirklich außergewöhnlich ist und was in den anderen Ziegeleien nicht zu sehen war, hier ist schon mal die erste Schalttafel, um die es geht, ist dieser Brennofen. Ein Brennofen mit Schienen dieses Mal. Gleich nebenan gibt es ein großes Rohr. Ich würde mal sagen, wo die Wärme eingeleitet wurde oder abgeführt wurde. Ziemlich zerfressen das ganze Ding schon. Und hier draußen geht es dann weiter. Wir sind leider etwas enttäuscht worden. Irgendwie ist der Schornstein mittlerweile abhanden gekommen. Zumindest dachten wir, es wäre noch einer auf Maps zu sehen gewesen. Das ist hinterher nochmal ein Fall für die Nachbearbeitung des Ganzen. Hier neben dem Ofen wird es tatsächlich etwas sehr dunkel und auch etwas gruselig. Die Lampe ist auf voller Kraft und man sieht immer noch nichts. Deswegen nehme ich mal die Taschenlampe nochmal dazu. So, und selbst die O-Light auf voller Pulle, gut, ich habe auch nicht die hellste, aber trotzdem, regelt nicht unbedingt viel in dem Fall, wo man das sonst anders gewohnt ist vielleicht. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir schauen uns mal eins von diesen Plätzen hier genauer an. Nehmen wir einfach mal den hier. Ja, bei den anderen Videos konnte man das nur im Ansatz so ein bisschen erahnen, weil es schon viel zu verfallen war. Hier ist es also wirklich gut sichtbar. Wir haben Schienen, Gleise unten im Boden und hier, ja, Plätze zum Einschieben von, ich würde mal jetzt ganz laienhaft sagen, Paletten, die dann hier getrocknet wurden. Und dieser dunkle Gang hier, da gibt es ebenfalls Schienen. Man sieht das hier unten auf dem Boden noch relativ gut. Die Decke ist auch nicht so ganz uninteressant, würde ich meinen. Zum einen tropft es hier wie verrückt, obwohl es ja heute noch gar nicht geregnet hat. Ja, und an der Decke sieht man auch noch mal so ein paar Überbleibsel von, ich würde mal sagen, da waren mal Lampen dran. Ja, weiter hinten im Gang gibt es noch eine interessante Überraschung. Zum einen einmal diese Maschine mit einem Motor, würde ich sagen. Vielleicht ein Antrieb für eine Art Keilriemen oder Band oder so etwas ähnliches. Und hier hinter wird es noch mal etwas größer. Hier haben wir zum einen, ja, ich würde mal sagen, das ist ein Gebläse, angeschlossen an ein Rohr, was da oben quer rüber geht. Möglicherweise, um die Hitze irgendwie, ja, zu dem Brennofen zu bekommen. Und gleich nebenan, dieses größere Ding hier, das könnte ein Heizkessel gewesen sein. Ja, hier haben wir eine Luke zum Reingucken. Geht die noch? Ne, die ist natürlich komplett fest. Hier weiter an der Seite eine weitere Luke. Ah, da kann man reinschauen. Da liegt auch noch irgendwas drin, was aussieht wie was Holzähnliches. Keine Ahnung. Ja, und hier an der Seite tatsächlich Technik. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass noch was drin ist. Es hat irgendwas mit der Heizung zu tun. Für den Brennvorgang. Temperatur, Anzeige hier von bis zu 800 Grad.
Hier neben bis zu 600 Grad. Messpfahl Schalter 1. Temperaturmesser 1, Temperaturmesser 2. Und hier nebenan ja noch Sicherungen und weitere Elektrik zur Verteilung und zum Betrieb. Ja, und das Ding hier wäre fast an mir vorbeigegangen. Der Schaltschrank hat noch weitere Einstellmöglichkeiten. Brenner sehe ich hier, Störung, Heizung, Düse 1, Düse 2. Die Anzeigetafeln sehen tatsächlich so aus wie die, die ich zuletzt in dem Kraftwerk gesehen habe. Ja, wann mögen die gebaut worden sein? So in den 50er, 60er Jahren. Und ja, alles noch total analog. Ich bin die ganze Zeit schon mal überlegen, wie alt dieses ganze Gebäude hier wohl sein mag. Und ja, dieser Schaltschrank hier ist wirklich sehr interessant und sehr hilfreich, denn es steht zwar kein Datum drauf, aber auf diesem Speed Controller Lenze 530 ist tatsächlich eine neue Postleitzahl eingetragen. Und somit ist klar, das muss auf jeden Fall noch bis in die 90er betrieben worden sein. Zutritt verboten. Ja, dann schauen wir doch mal, was hinter diesem verrosteten Ding sich befindet. Aha, okay. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie eine Filtereinheit. Habe ich zuletzt gesehen in einem Betonwerk. Direkt neben der Tür. Und da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, das wird wohl der Hauptbrenner gewesen sein, um die Wärme zu erzeugen. Ich schätze mal, die wird sich auch nicht bewegen lassen. Nein, aber vielleicht kann man reingucken. Okay, vielleicht jetzt. Ja, ich denke mal, jetzt kann man was sehen. Und ja, anscheinend ist es genau das gleiche Material wie in dem kleineren Brenner von vorhin. Sieht aus wie irgendwas Holzmäßiges. Ich will nicht wissen, wie das hier früher gequalmt hat, wenn die tatsächlich dieses Ding mit Holz betrieben haben oder mit Pellets oder etwas ähnlichem. Über das Ding hier wäre ich jetzt tatsächlich fast noch rüber gestolpert. Das ist hier direkt an den Brennofen angebaut. Ich kann jetzt echt nicht sagen, was das mal für einen Sinn gehabt haben mag. Hier vorne ist auf jeden Fall ein Motor dran. Man das damit reinführen konnte. Das kann man alles nicht sehen. Auf der anderen Seite des Brenners gibt es auch noch mal eine kleine Tür. Und ja, man kann sehen, Motor, ein Keilriemen und hier, das ist einfach mal Keilriemen. Und das Ganze wird hier in diesem großen Verschlag wohl eine Art Luftzirkulation / Turbine antreiben. Und interessanterweise kann man die andere Seite von dem Ding auch noch sehen. Und ich halte euch da einfach mal kurz rein. Okay, keine weiteren Fragen. Gebläse, Luftzirkulation. Dann geht es da einmal lang. Und da oben fehlt was. Vielleicht stand hier mal der Schornstein, den wir ja immer noch suchen. Ja, ich war die ganze Zeit schon am Schauen, ob es hier irgendwo denn eine Möglichkeit gibt, nach oben zu kommen, weil das Ganze scheint noch ein weiteres Stockwerk zu haben. Und tatsächlich, hier ist eine Öffnung und eine Treppe. So, oben angekommen. Als erstes nochmal der Hinweis an alle, die vielleicht überlegen, mit dem Hobby hier anzufangen. Urbexing, Lost Place und so weiter. Immer auf den Boden achten. Schöne tiefe Löcher gibt es fast überall, kleine und große. In dem Fall geht es hier bestimmt 5 Meter abwärts. Kein Spaß, überhaupt kein Spaß. Ja, besonders viel gibt es hier oben nicht wirklich zu sehen. Im Grunde gibt es hier gar nichts zu sehen. Ich schätze mal, das Ganze wird hier irgendwie das Büro gewesen sein oder Verwaltung, denn es sind tatsächlich noch Unterlagen da. Im Grunde genommen gibt es hier eigentlich nur zwei Dinge, die nennenswert sind. Zum einen dieser Ordner. Das ist, ich würde mal sagen, die Personalabteilung dieses Unternehmens gewesen. Hier gibt es jetzt eine Krankmeldung von einem Willi, der hier in der Nähe gewohnt hat und 1924 geboren wurde. Und ausgestellt wurde das Ganze
1979. Ja, und daneben noch etwas sehr viel Interessanteres. Ich werde zwar komplett pixeln müssen, denn es ist ein Kontoauszug. Und auf dem Kontoauszug gibt es ein Datum von 10.05.2002. Das heißt, dieser Betrieb hier lief bis 2002 noch und hat womöglich noch was produziert. So, wir haben uns einmal jetzt den Weg durchs Geäst und durchs Gestrüpp gebahnt. Und hier mitten eingewachsen ist ein, ja, noch nicht mal so kleines und unscheinbares Haus. Ist eigentlich ziemlich groß. Und ja, es ist relativ uninteressant. Ich will euch damit auch jetzt nicht großartig noch die Zeit stehlen. Ja, allerdings eine Sache möchte ich trotzdem noch zeigen. Und zwar hinter dem kleinen Fenster da hinten, da gab es eine kleine Überraschung. Die Überraschung des Tages war eigentlich noch, dass hier anscheinend ja, das Archiv der Firma mal drin war. Jede Menge Aktenordner und hier kommt ein Geruch von Verwesung raus. Also es ist wirklich eigentlich nur natürlicher Verfall, der hier richtig am Werk ist. Ich hoffe, man sieht das mit der Taschenlampe. Die Regalböden, die verabschieden sich da nach und nach. Es ist ziemlich eindrucksvoll. Auch so der Rest von dem Gebäude steht also wirklich in dem Zeichen des natürlichen Verfalls. Die ganzen Decken und Tapeten haben sie schon abgelöst. Ja, und von den Daten her, 1987 sehen wir hier, 1990, 1989, alles so um den Dreh rum. Aber ich glaube, dahinter gibt es in den Ecken auch noch ältere Ordner. Problem ist, dass das Haus abgebrannt und eingestürzt ist. Und zwar genau in dem Teil, den man durchqueren müsste, um durch diese Tür reinkommen zu können. Und ja, die Alternative wäre eine Kletteraktion und darauf haben wir jetzt gerade keine Lust. Und damit wären wir mit dem Ziegelwerk tatsächlich schon wieder am Ende. Ich fand es tatsächlich sehr interessant, gerade durch die ganzen Maschinen, die für mich noch neu waren und die ich bisher noch nicht gesehen habe. Und ja, ich hoffe, es hat euch aufgefallen. Falls ja, würde ich mich wie immer um einen netten Kommentar, einen Daumen nach oben oder vielleicht ein weiteres Abo freuen. Am besten alle drei Sachen gleichzeitig. Schreibt doch vielleicht auch mal in die Kommentare rein, ob ihr eher so auf, ich sag mal, Lost Places, also richtig Lost Place wie dieses hier, oder eher, ja, viel neuere Sachen, also Kliniken, geschlossen Places, wie man so schön sagt, steht, ob ihr lieber so etwas sehen möchtet. Mir gefällt sowas tatsächlich, also von meiner persönlichen Meinung her, am besten. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin, tschüss. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen. Die Hauptaufnahmen sind sehr viel älter als die Luftbilder von der Drohne. Eigentlich wollten Ben und ich quasi genau auf den Tag, 4 Jahre später, ein Revisit dieses Ortes aufnehmen. Anscheinend gibt es aber einen neuen Nachbarn, der uns schon beim Parken angesprochen und uns gebeten hat, den Ort nicht noch einmal zu betreten. Manchmal läuft es eben nicht wie geplant.